Sehr geehrte MitbürgerInnen, 1994 verpflichtete sich Russland im Budapester Memorandum, die territoriale Integrität der Ukraine zu wahren, nachdem diese ihre Atomwaffen an Russland abgaben. 20 Jahre später annektierte Russland die Krim und hält bis heute den Donbass unter seiner Kontrolle. Nun stehen wir hier, genau ein Jahr nach dem Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. Ein Krieg, der jetzt schon so viel Leid und Tod verursacht hat. Währenddessen kommen aus dem Kreml Reden von einem antirussischen Staat, der von den westlichen Eliten aufgebaut würde und der angeblich diesen Krieg legitimiert. Putin redet davon, dass die Schuld an diesem Krieg bei uns liege. Wir würden durch unsere Hilfen den Krieg unnötig in die Länge ziehen. Ich möchte nun, um alle diese Statements als das zu enttarnen, was sie sind, nämlich absurd, folgende Frage stellen. Wessen Panzer sind genau vor einem Jahr über die ukrainische Grenze gerollt und haben durch ihren Angriff die Souveränität eines demokratischen Staates in Frage gestellt? Es waren russische Panzer auf den klaren Befehl Wladimir Putins hin. Auf den Befehl eines Mannes hin, den man heute deutlich eingeknickter und weniger stolz sieht als noch vor einem Jahr. Sein ursprünglicher Plan eines Blitzkrieges, der innerhalb von wenigen Tagen die ach so wehrlose Ukraine erobern sollte, ist an der beispiellosen Willenskraft der UkrainerInnen und dann auch an den Hilfen der westlichen Staaten gescheitert. Bis heute tobt dieser Krieg nun, obwohl er es nicht müsste. Putin sagte vor ein paar Tagen in seiner Rede, dass es in der Hand der westlichen Staaten liege, den Konflikt zu beenden, nicht an Russland selber. Nun, wenn dem so sei, wieso kämpfen die russischen Truppen dann noch weiter und planen bis heute neue Offensiven? Weil nicht die westlichen Staaten in der Verantwortung liegen, sondern ganz klar Russland und vor allem Wladimir Putin. Russland könnte diesen Krieg hier und jetzt beenden, tut es aber nicht. Die westlichen Staaten werden vom Kreml als Täter dargestellt. Es muss uns aber klar sein und immer klar bleiben, Russland ist der Täter, nicht das Opfer. Als ZuschauerInnen eines solch bodenlosen Krieges müssen wir uns auch weiterhin in der Verpflichtung sehen, dem tatsächlichen Opfer, also den UkrainerInnen, Hilfe zu leisten, soweit es nur geht. Dazu gehören humanitäre Hilfe an alle Opfer des Krieges und deren Angehörigen, aber auch Lieferungen von Waffen, um den Widerstand gegen das autokratische Regime Russlands fortführen zu können. Eines ist aber ganz besonders wichtig: Solidarität. Wir müssen uns weiterhin solidarisch zeigen, zeigen, dass wir die Taten der russischen Regierung weiterhin nicht tolerieren und auch zeigen, dass wir als der Westen gemeinsam Widerstand gegen Regimes leisten, die sowohl Menschenrechte als auch demokratische Grundwerte wie das Recht auf Demonstration oder einen souveränen Staat mit Füßen treten. Klar muss aber auch sein, dass, wenn dieser Krieg hoffentlich bald endet, wir nicht direkt wieder Beziehungen mit dem immer noch gleich totalitären Regime aufnehmen dürfen, so als wäre nichts passiert. Wir als der Westen stehen in der Verantwortung, nach dem Krieg unsere Anstrengungen für langfristigen Frieden weiter fortzuführen, um zu verhindern, dass so ein Krieg jemals wieder passieren kann und die Leute auch nichts dagegen sagen können, ohne Verhaftungen oder gewaltsame Niederschlagung zu riskieren. Wenn wir dieser Verantwortung nicht nachkommen, unterstützen wir nicht nur weiterhin eine Regierung, deren Vorstellung von Menschenrechten nicht vereinbar mit der unseren ist und verzeihen damit auch die unverzeihbaren Verbrechen dieses Krieges seitens Russlands, wir setzen auch noch ein Zeichen der Schwäche und Inaktivität. Das darf nicht passieren. Wir müssen als westliche, demokratische Staaten zeigen, dass wir uns immer und überall für Menschenrechte einsetzen, nicht nur dann, wenn es unbedingt notwendig ist. Denn ein Angriff auf einen demokratischen Staat, wie Russland ihn hier begangen hat, ist auch ein Angriff auf die Demokratie als Ganzes und sie muss sich standfest dagegen stellen. Wir müssen uns diesem Angriff und dem Regime dahinter entgegenstellen, helfen, wie wir es auch nur können und uns solidarisch für die Menschen in der Ukraine zeigen, um weiterhin ein Symbol zu setzen, dass sie diesen Kampf nicht alleine kämpfen müssen, sondern auf unsere Unterstützung und Hilfsbereitschaft bauen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Jusos haben sich bereit erklärt, ihre Redezeit einer ukrainischen Stimme zu übertragen. Und deswegen würde ich bitten, Ola nach vorne zu kommen.